Ich bin Friederike Winkler und ich begrüße euch heute zu einer neuen Folge von Paper Cuts. Und zwar mit diesem Frühlingsblumenstrauß. Das ist das Material, das wir heute brauchen. Wie immer wichtig, ein guter Cutter, eine gute spitze Schere und schönes farbiges Papier. Ihr könnt alles nehmen. Ich habe zum Beispiel eine Einkaufstüte zerschnitten, um ein leuchtendes Gelb zu bekommen. Wir reisen nämlich heute an die Côte d'Azur und besuchen Henri Matisse, der in seinen letzten Lebensjahren unzählige farbenfrohe Paper Cuts oder Papier Découpé gemacht hat. Heute interessiert uns nicht so sehr die ausgeschnittene Form, sondern die Negativform, sozusagen das, was übrig bleibt. Also es gibt unzählige Varianten, mit verschiedenen Papieren zu arbeiten, mit besonders farbenfrohen, so. Oder sogar mit Geschenkpapier, das ich hier einfach mir zurechtgeschnitten habe. Ich fand das ganz interessant, eine geometrische Form dieser floralen oder organischen Form gegenüberzustellen. Es geht auch diese Variation mit verschiedenen organischen Formen auf selbstgemaltem Papier oder einfach auf Restpapier sozusagen. Dann habt ihr etwas zweifarbiges, was ich auch ganz interessant finde. Hier nochmal eine andere Farbvariante, Blau und Gelb. Die ausgeschnittenen Formen müsst ihr natürlich nicht wegwerfen, sondern es gibt hier, finde ich, eine ganz schöne Komposition. Ich zeige euch noch ein paar andere Möglichkeiten. Zweifarbig, einfarbig, in Violett oder in Grün. Und jetzt noch als Schattenriss. Ja, irgendwann ist eine Form auch ausgereizt, fand ich. Und dann habe ich hier etwas Neues entworfen, eine Art Zweig. Und dabei habe ich die Symmetrie eingesetzt. Viele Variationen sind möglich. Ein Beispiel nur. Oh. Und da noch ein schönes etwas fliederfarbenes dazu. Vielleicht immer abwechselnd. So. Und hier noch etwas. Also mir gefällt das ganz gut so. Dieser Farbvorschlag entspricht am ehesten dem von Matisse. Blau steht für das Meer, hellblau für den Himmel, grün für die Vegetation, gelb für das Licht, das an der Côte d'Azur ja immer strahlend ist. Er hat in dieser Art und Weise Fenster gestaltet. Les vitraux de la chapelle Rosaire à Vence, also für die Rosenkranzkapelle in Vence, das ist auch an der Côte d'Azur. Die sehen so aus. Sicherlich in Wirklichkeit leuchtende. Matisse sagte, das ist sein Meisterwerk, son chef-d'œuvre, weil sich hier das verbindet, was er mit Kunst verbindet oder was er seine Ansprüche an die Kunst, die da sind. Simplicité, Luminosité, Espace und Équilibre, also Einfachheit, Schlichtheit, Licht, Raum und Ausgewogenheit. Wie gerne wäre ich jetzt mit euch in dieser Kapelle. Damit verabschiede ich mich von euch mit meiner Henri Matisse Brille durch die Blume und sage au revoir.